Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Lars Schall, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich bin unabhängiger Finanzjournalist und ich bin jetzt verbunden mit dem Bestseller-Autoren Marc Friedrich, der zusammen mit Matthias Weig das Buch geschrieben hat, Der größte Raubzug der Geschichte, welches 2012 in der Jahresbestsellerliste des Spiegel in der Top 10 landete, und zwar als einziges Finanzbuch. Also schon mal Hut ab dafür. Marc, hallo. Hallo. Wir hatten Folgendes letztens gemacht. Wir hatten Anfragen gestellt an zunächst einmal die Bundesfinanzaufsicht. Unsere Zuhörer können jetzt die Anfrage selber lesen, was wir da gefragt haben. Grundsätzlich stellt sich erst einmal die Frage, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ja, wir haben die Frage an die BaFin gesendet, weil es gibt die Hinweise, dass im Oktober 2008 bezüglich der Abwicklung und Verstaatlichung der Hypo Real Estate und auch der Lehman-Pleite es Vorkehrungen gab, von Seite der BaFin Banken in Deutschland zu schließen. Und wir haben einfach gefragt, inwiefern dieser Plan vorliegt, wie der aussah und was die genauen Details dieser Bankenschließungen beinhaltet haben. Ja. Wenn man zurückschaut, es war ja damals der heiße Herbst 2008, erst ging Lehman Brothers über die Wupper, ein paar Tage später war dann AIG kurz vor dem Kollaps und parallel gab es in Deutschland auch einen Bankenrun. Die Leute waren verunsichert, auch durch die Verstaatlichung der Hypo Real Estate. Das Vertrauen in den Euro ist erodiert, so dass die Deutschen massiv Geld abgezogen haben von ihren Konten und die Banken natürlich unter dieser mangelnden Liquidität geleidet haben. Und wir alle erinnern uns an dieses wunderschöne Bild, als die Frau Merkel und der Herr Steinbrück sonntags vor die Kamera getreten sind, sichtlich zerknirscht und angespannt und uns unsere Spareinlagen abgesichert haben, was ja völliger Humbug ist, ne? Weil wir sind der Staat und der deutsche Staat ist nun mal mit über 2 Billionen verschuldet. Der Deutsche hat 5 Billionen Barvermögen auf dem Konten liegen. Also wie soll ein komplett verschuldeter Staat für so viel Geld aufkommen? Das ist an sich schon absurd und wir haben es im Buch ja auch schon beschrieben. Diese Absichtserklärung von Frau Merkel und Herr Steinbrück ist nichts als eine Absichtserklärung ohne jegliche juristischen Wert und wurde nie in ein Gesetz gegossen. Und auch wenn der Herr Seibert das nach der Zypern-Krise im März nochmal beteuert hat, dass die Einlagensicherung immer noch Garantie hat, auch das Wiederholen einer Unwahrheit endet nicht darin, dass das dann die Wahrheit ist, sondern ganz im Gegenteil, die Einlagensicherung gibt es nicht und kann im Notfall auch nie realisiert werden, weil der Staat einfach komplett bankrott ist. Naja, aber wichtig ist ja die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und wenn die davon ausgeht, dass das schon gut und richtig ist und gültig ist, dann hat es doch funktioniert. Genau, das war ja auch die Absicht, die Menschen zu beruhigen, dass sie ihr Geld im System und auf den Banken lassen. Das hat auch hervorragend funktioniert, deswegen, ich will es gar nicht werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ganz im Gegenteil, sondern es geht einfach darum, was wäre denn passiert, wenn diese Geldabflüsse am Montag, Dienstag so weitergegangen wären, also wenn die Frau Merkel und der Herr Steinbrück nicht das Ziel erreicht hätten, die Menschen zu beruhigen, weil es gab nun mal die Tage davor massive Geldabhebungen im Milliardenbereich und die BaFin sah sich wohl genötigt und hat auch die Frau Merkel und den Herrn Steinbrück darauf hingewiesen, ihr müsst jetzt vor die Kamera treten und dem Deutschen die Sicherheit suggerieren, euer Geld ist sicher, im Notfall sogar garantiert durch den deutschen Staat. Und es hat ja dann auch gefruchtet. Aber ist, wenn es am Montag, Dienstag so weitergegangen wäre wie die Tage zuvor, dann hätte die BaFin am Mittwoch die ersten Banken schließen müssen. Und wir wollten einfach wissen, welche Banken und wie wäre das vorangegangen und was wäre dann als Alternative entstanden. Hätte es einen Euro dann noch gegeben? Wie sah dieser Plan aus? Jetzt hatten wir keine Auskunft bekommen von der BaFin und auch nicht von dem ehemaligen Bundesfinanzminister Per Steinbrück. Was machst du aus diesem Schweigen? Wie interpretierst du das? Ja, es unterstreicht nur diese Information, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen haben, dass da wohl was Wahres dran ist. Man möchte darüber natürlich nicht gerne sprechen oder wenn, dann vielleicht mal irgendwann in ferner Zukunft. Was soll ich sagen? Für mich war es klar, dass da wahrscheinlich wenig bis gar keine Information fließen wird. Was ich aber schade finde, und wir leben noch in einer demokratischen Struktur und wir haben das gute Recht als Steuerzahler und als Bürger dieses Landes zu erfahren, wie knapp es darum stand und was los ist. Und ich meine, wenn man jetzt die
Wochen liest, da hat Herr Asmussen, der EZB-Direktor, ja in einem Interview zum Beispiel auch ganz klar zugegeben, dass der Euro im Sommer 2012 kurz vor dem chaotischen Zerfall stand. Ja, die Alarmstufe war schon auf Rot. Und es wird so nebenbei in einem Interview gesagt, also ja, deswegen, es wird immer erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann wirklich kommuniziert, wie ernst die Lage war. Und ich hätte mir halt erhofft, dass eventuell die BaFin oder auch Herr Steinbrück einfach sagen, ja, es gibt einen Plan, was ja völlig legitim ist. Es war ja unverantwortlich, keinen Plan B in der Schublade zu haben. Aber dass wir einfach wissen, auf was muss man sich vorbereiten und wie sieht dieser Plan aus? Ja, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war im März, wenn ich mich recht erinnere, anlässlich dessen, was die Rettung Zyperns in Anführungsstrichen betraf. Da ging es ja darum, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass das Lösungspaket, was dann gefunden wurde, eine Blaupause werden könnte für zukünftige, naja, eigentlich eher Bankenrettung. Daher setze ich jetzt mittlerweile auch das Wort durch, das Bail-in. Im Gegensatz zu Bailout. Also eigentlich, kannst du da mal ein bisschen darüber sprechen, was sich da in letzter Zeit getan hat, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben? Ja, gerne. Alles, was wir besprochen haben im März, alles, was wir auch im Buch vor über einem Jahr schon geschrieben haben, ist leider bittere Realität geworden. Und wie gesagt, wir haben keine Kristallkugel, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber es war klar, nachdem die Staaten sich massiv verschuldet haben, um die Banken 2008, 2009 sozusagen aus der Bredouille zu holen und zu retten, musste als nächster logischer Schritt jetzt die breite Bevölkerung, der Sparer und Bankkunde herangezogen werden, um die Banken wieder einmal zu retten. Und alles das, was wir besprochen haben, ist jetzt europaweit Realität. Vor einigen Tagen wurde verabschiedet, dass in Zukunft es kein Bailout mehr gibt durch die Staaten. Nein, jetzt gibt es den sogenannten Bail-in. Das heißt, als erstes müssen die Aktionäre haften, was okay ist, was auch richtig ist. Dann auch die Anleihenbesitzer von Bankanleihen, was auch okay ist. Aber womit ich nicht einverstanden bin, ist, dass dann im letzten Schritt auch die Sparer, also die Gläubiger der Banken, für die Bank gerade stehen müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun, weil ob ich jetzt eine Aktie kaufe oder eine Anleihe von der Bank, das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber ein Konto muss ich haben oder habe ich einfach, das braucht man in dieser Gesellschaft. Und wenn die Bank sich jetzt verzockt, warum muss ich denn als Sparer, als Kunde dieser Bank dafür gerade stehen? Das finde ich sittenwidrig und asozial. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist jedem endgültig klar, was in Zypern passiert ist, war nur ein Testfall. Das wird jetzt ausgeweitet auf ganz Europa. Im Notfall muss ich für meine Bank haften, wenn die sich verspekuliert hat, und das kann nicht der richtige Weg sein. Das darf nicht sein. Ja, untergründig gibt es ja eigentlich auch ein richtig großes Bankenrisiko hier in Europa. Denkst du, dass das Problem sich verschärft? Denn zum Beispiel Großkunden der Banken, die substanziell wirklich was auf dem Konto haben, die dürften sich das ja besorgt anschauen und dementsprechend Konsequenzen ziehen. Natürlich, weil es ist klar, jeder, der mehr wie 100.000 Euro auf dem Konto hat, läuft Gefahr. Wenn die Bank irgendwie in eine Misere gerät, muss er teilweise sich daran beteiligen. Und natürlich wird jeder Unternehmer, aber auch jeder Privatkunde überlegen, ob er mehr wie 100.000 Euro auf seinem Tagesgeldkonto oder Sparkonto liegen lässt. Also seit Zypern spätestens wissen wir es, und im Buch haben wir es auch mehrfach beschrieben, das Geld gehört nicht mehr aufs Konto, das Geld gehört ins Schließfach oder von mir aus unter die Matratze oder umgewandelt in Sachwerte. Aber solange es auf dem Sparbuch liegt oder auf dem Tagesgeldkonto liegt, kann der Staat oder die Bank zugreifen. Die finanziellen Repressionen nehmen mehr und mehr zu. Und die Banken haben ja seit 2008 nichts anderes gemacht, wie sich mit noch mehr billigem Geld vollgesaugt, um noch systemrelevanter zu werden. Und jetzt sind sie noch konzentrierter, jetzt sind sie noch gefährlicher eigentlich, auch wenn man in die Portfolios reinschaut. Zum Beispiel Deutsche Bank. Also bei der Deutschen Bank muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich da mir anschaue, was die für unkontrolliert synthetische Papiere, also Derivate im Portfolio liegen haben, da wird es mir schlecht als Ökonom. Weil die sind momentan Weltmarktführer, und der Clou daran ist, die müssen nicht mal in der Bilanz auftauchen. Das ist alles außerhalb der Bilanz, ist komplett intransparent, und es ist eigentlich eine Zeitbombe. Ja, die Derivate auf der Bilanz der Deutschen Bank betragen ungefähr 55 Billionen. Hast du eine Ahnung, was das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland beträgt pro Jahr? Ja, das sind ca. 2,7 Billionen Euro. Das bedeutet, die Deutsche Bank hat es zigfache allein in Derivaten investiert, wie Deutschland in einem Jahr an Produkten und Waren und
und Dienstleistungen überhaupt produziert, also Sachen, die man tatsächlich anfassen kann und die auch einen Mehrwert für die Allgemeinheit bedeuten. Das heißt, wenn die Deutsche Bank nur 10% dieser risikoreichen Papiere abschreiben muss, dann reden wir von über 5 Billionen Euro. Dann ist hier Game Over angesagt. Ist die Deutsche Bank also ein, wie soll ich sagen, ein Toter, der noch läuft? Ja, so eine sogenannte Zombie-Bank sozusagen, kann man durchaus sagen. Die haben sich einfach massiv verspekuliert und ich sehe auch keine Möglichkeiten, dass die diese Papiere abgeben kann oder dass die hochfahren können, weil die haben eigentlich seit 2008 nur eins gemacht. Sie sind sich weiter mit diesen billigen und mit diesen privaten vollgepumpt und jetzt ist es einfach so, sie sind Weltmarktführer, noch vor JP Morgan. Ja? Sie sind auf Platz 1 weltweit und haben den größten Bestand an diesen Papieren im Portfolio liegen und das ist wirklich verantwortungslos und wirklich gefährlich. Okay, Marc, machen wir dann den Zirkelschluss. Ist unsere Anfrage bezüglich der Bankensituation 2008 aktuell im Sinne von Bankensituation 2013 und fortfahrend? Ja, absolut. Also die nächste Bankenkrise steht schon vor der Türe, in der sind wir schon mittendrin und wir müssen einfach wissen, was ist der Plan B, was machen die Verantwortlichen, was macht der Staat, was macht die BaFin und auch jetzt in Bezug auf die Bankenunion, was ist geplant, weil es werden Banken werden irgendwann umkippen oder geschlossen werden müssen. Es gibt nicht genug Platz für die Banken und die Banken haben noch viele Leichen im Keller und alle Gesetze, die jetzt EU oder auch weltweit implementiert werden, deuten ja darauf hin, dass die Verantwortlichen, die Protagonisten in der Politik sich ja auf das vorbereiten. Die wissen ja, was kommt. Ansonsten würden solche Gesetze nicht erlassen werden. Und deswegen die Anfrage, die wir gestellt haben an die BaFin, an Herrn Steinbrück als ehemaliger Finanzminister, hat immer noch Gültigkeit. Ich möchte gerne wissen, und ich denke mal viele Bundesbürger auch, was passiert, wenn eine Bank, wie zum Beispiel Deutsche Bank, unter ihren Derivatelasten umkippt. Was ist dann los? Was ist der Euro noch wert? Was ist der Plan B? Ja, sollte sich Herr Steinbrück dazu nochmal uns gegenüber äußern, werden wir das natürlich nachreichen. Ich nehme aber an, dass der Spitzenkandidat der SPD erst einmal damit beschäftigt ist, zu verlieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn er sich äußert, machen wir das. Und auf jeden Fall. Ich danke dir erst einmal. Sehr gerne. Ciao.